Einen wunderschönen guten Morgen aus dem kalten Alanya. Aber guckt hier hinter mir die Sonne an. Also die Sonne kommt immer mal wieder raus und dann ist es doch sehr angenehm. Aber kalt ist es, also ohne Jacke und Mütze und Jogginganzug hier geht's nicht. Ich hoffe, es wird bald wärmer. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber hier, man sieht trotz der Temperatur im Hintergrund, hier wachsen die Orangen, ne? Weil es hier nicht friert und weil es halt dann doch immer mal wieder die Sonne scheint und alles. Ja, ich bin hier an der Schule, an der Waldorfschule hier. Die liegt so ein bisschen in Bergen, deswegen ist hier immer so ein bisschen generell noch ein bisschen kühler und noch ein bisschen windiger. Was aber natürlich im Sommer sehr angenehm ist, dass es dann nicht ganz so heiß ist. Die haben ja auch in den Klassen natürlich Klimaanlagen, mit denen die auch heizen können und kühlen können. Und den Kindern geht es hier super gut und ja, wir sind hier mega zufrieden mit der Schule. Auch wir haben hier ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, dass sich alle Kinder wohlfühlen. Das mit unserer Tochter, die hat ja eine Behinderung. Wir haben jetzt eine Betreuungskraft mit der Schule zusammen eingestellt, die wir auch zu 90% bezahlen. Ist ja aber alles recht günstig in der Türkei. Und läuft jetzt alles richtig gut. Also ich glaube, eine bessere Schule findest du auf der ganzen Welt bestimmt. Ja, vielleicht gibt es so 100 Schulen auf der Welt, die diesen Ansprüchen gerecht werden. Aber da muss man schon lange suchen und die Waldorfschule hier in Alanya ist die einzige in der ganzen Türkei. Und ja, das war jetzt aber auch nicht geplant, sondern eher nur ein Zufall. Aber ich bin froh, dass das Schicksal, dass das Universum, dass Gott, Allah uns hierher geführt hat. Und ja, ich habe jetzt heute einiges zu tun, vor allem geschäftlich. Ich nehme euch mal mit und bis bald. So, heute wieder ein weiteres Projekt mit Wohnungen und zwar die Wohnung von meinen Schwiegereltern. Da hatte ich ja gestern auch die Grundsteuer bezahlt und die ist ganz da oben drauf. Das ist auch eins der Penthäuser da oben da haben wir noch keinen Strom und kein Wasser angemeldet, weil ich so viel um die Ohren hatte, weil es auch nicht so wichtig war, aber die wollen jetzt bald mal herkommen und deswegen melde ich heute, wenn alles klappt, mit dem Ali zusammen, unserem Makler, Strom und Wasser an. Ich habe hier gerade mit dem Hausmeister den Stromzähler fotografiert und den Wasserzähler fotografiert. Und jetzt müsste ich alles haben. Ich nehme auch nochmal das TAPO mit, also den Grundbuchauszug in der Kopie. Und das ISKAN, das ist so quasi eine Wohnerlaubnis, dass das auch zum Wohnen gedacht ist. Aber hier haben ja schon Leute drin gewohnt. Problematisch ist es immer, wenn du Erstbezug hast, wo noch nie jemand mal einen Anschluss hatte. Da ist dann immer so, dass man vielleicht nochmal irgendwo einen Stempel braucht oder so. Aber der Makler kümmert sich darum. Der Ali ist da zum Beispiel sehr, sehr rührig. Der muss heute eh Wasser und Strom anmelden. Ich fahre nachher hin oder lass mich rüberfahren. Ja. Und ich zeige euch nochmal den Ausblick hier oben von der Wohnung. Wenn ich schon mal hier bin, dann will ich auch nochmal runtergucken, warum meine Schwiegereltern die auch gekauft haben. Vielleicht auch ganz interessant mal zu sehen, wenn man hier so einen Fahrstuhl hochfährt. Ich fahre jetzt hier in den 11. Stock. Wir sind jetzt im 4. und wir sind jetzt im 5. und er fährt hier hoch. Und man sieht dann halt, ab einer gewissen Höhe kann man wirklich über die anderen Hochhäuser drüber gucken. Also wenn man halt hier ganz oben irgendwo eine Wohnung kriegt, ist das halt super cool. Ne? Ihr seht es, es wird immer besser die Sicht, immer besser die Sicht. Und jetzt sind wir ganz oben. Ja, wir können ja noch ein Stockwerk hochgehen, weil es ist ja eine Duplex-Wohnung. Also es ist ein Stockwerk noch oben drüber. Und jetzt, ja, laufen wir mal rüber. So, jetzt bin ich ganz, ganz oben im obersten Stock, also im 12. Stock. Hier ist das Schlafzimmer, also der Master Bedroom. Und wenn man dann hier rausgeht, hat man halt eine befreite Sicht über die ganze Stadt. Und ihr seht, hier sind auch noch keine Häuser und nix. Kann man hinten auf die Berge gucken, auf den Burgberg und hier rüber aufs Meer. Also im Sommer und im Frühling und im Herbst ist das hier der Hammer. Auch jetzt im Winter. Also wir haben jetzt hier richtig gute Mittagssonne. Es ist kurz nach 12. Könnte man sich also auch hier sonnen. Das ginge. Das würde gut funktionieren, ja. Und mega, ne? Unverbaubarer Blick. Weil selbst wenn da unten was gebaut wird, hier geht es ja nochmal ganz schön runter. Man wird immer drüber gucken können, ne? Also richtig toll. Und ja, ich zoome nochmal ran. Und so sieht man den berühmten Burgberg von Alanya. Heute ist es wirklich kalt. Heute soll auch eine der kältesten Nächte hier werden. Habe ich gehört heute an der Schule heute Morgen. Und ich habe auch eine Jacke an.
und eine Mütze. Ich habe mich natürlich heute Morgen in der Schule schon wieder ein bisschen verkühlt. Ich habe geschwitzt und stand mit meinen Turnschuhen da rum. Und ich habe zwar zwei Paar Socken sogar an, aber ja, gescheite Schuhe werden besser. Und schon geil, wenn man hier aus dem aufsteht und guckt so aus dem Fenster. Das ist schon cool, ja. Und ja, ich werde jetzt mal alles vorbereiten für Strom und Wasser. Und dann geht's nachher zum Ali und wenn alles klappt, dann melden wir heute noch Strom und Wasser an. Wäre ja klasse. Ja, und das ist heute so wie so ein goldener Oktober, ja. Es ist zwar recht kühl, aber sonnig und das kommt ganz gut. Aber es ist kühl, also für nächstes Jahr muss ich mir dann deutlich wärmere Klamotten kaufen. Mal eine dicke Hose, mal ein paar Schuhe. Das Problem ist, ich kriege hier halt nicht in jedem Land Schuhe. Ich nehme an, dass ich hier so 48, 49 habe. Schuhgröße, das kriegst du hier nirgendwo. Müsstest du alles bestellen, wenn es nicht passt, musst du wieder zurückschicken und so. Ach, naja, man lernt draus. Wenn ich dann doch mal irgendwo Urlaub mache im Ausland, kaufe ich mir dann vielleicht mal ein, zwei Paar passende Schuhe. Und ein Paar davon muss dann auch was Warmes sein. Ja, hallo, und jetzt bin ich beim Ali im Café und trinke einen Kaffee. Und wir gehen jetzt alle, da ist auch noch der Sabir, einer seiner Partner, hallo. Da hinten ist der Ali, sag mal hallo. Hallo. Und wir gehen jetzt alle, weil du bist auch umgezogen, darf man es erzählen, ja, in eine andere Wohnung gerade. Du musst nämlich eh Strom und Wasser anmelden, ja. Genau. Und ich war jetzt so klug und habe den Zähler fotografiert, Wasser und Strom. Und sonst machst du das nämlich. Sehr gut, danke auch. Du gehst nämlich immer mit und kümmerst dich um alles, wenn da jemand eine Wohnung kauft. Und ja, ich habe jetzt ein bisschen Arbeit abgenommen. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das heute... Super, vielen Dank auch, dass du es gemacht hast. Ja, sehr gut. Ich bleibe natürlich hier im Café und auch das Büro und das Café, alles ist hier, auch die Galerie. Nur ich selber ziehe um. Stimmt. Also ins Nebenhaus. Privat, ne? Also nicht mit dem Geschäft. Genau. Gut, dass du sagst, hätte man falsch verstehen können. Ja. Also einfach hier Kaffee-Kästel-Treff. Genau, mit mehr Blick. Ja, aber am besten vor per E-Mail oder WhatsApp anfragen, ne? Nicht einfach immer nur vorbeilatschen. Genau. So, bevor wir hier den Strom anmelden, werden noch Erdbebenversicherungen abgeschlossen. Das will die Stromgesellschaft so, ist ja auch nicht so verkehrt. Ne? Ist sehr, sehr günstig. Also für die Wohnung von meinen Schwiegereltern kostet das im Jahr 180 Tele. Das sind dann gerade mal, was ich, 12 Euro oder so. Also das ist nicht viel Geld, aber muss man vorher machen. Wir sind jetzt in so einem Versicherungsbüro und danach geht's dann weiter. So, wir kommen gerade raus von der Elektrik. Das ist immer etwas größerer Akt mit Erdbebenversicherung und Pfand bezahlen. Nicht Pfand, also Kaution. Das, falls man nicht bezahlt, dass sie nicht da den Strom abstellen und so weiter und so fort. Ist jetzt aber alles erledigt. Der Ali hat ja auch noch seine Wohnung, die er auch ummelden musste, ja. Deswegen alles doppelt heute, ja. Und wie gefällt dir meine Wohnung? Der hat die beste Wohnung in Kessel jetzt zur Miete, aber nur, ja. Kann man noch nicht kaufen. Musst du irgendwann mal zeigen im Video. So, wir fahren jetzt zum Wasser anmelden. So, das ging jetzt relativ schnell beim Wasser anmelden. Es ist Wasser angemeldet und der Ali hat gleich gesagt, ey, heute Abend unbedingt um 19 Uhr nochmal in die Wohnung gehen. Gucken, dass nichts überläuft. Und ich so, wie? Die wollen heute Abend das noch anschließen. Und was hast du gesagt? Genau. Ja, die machen. Jetzt wollen wir ein Eis. Ein Eis brauchen wir jetzt. Ach so, genau. So. Ja, ich gehe auf jeden Fall heute Abend mal gucken nach dem Wasser. Die ganze Aktion hat jetzt nicht mal 2 Stunden gedauert. Strom angemeldet, da vorne eine Erdbebenversicherung, die braucht man sowohl für den Strom als auch fürs Wasser. Wasser angemeldet und heute Abend gehen wir mal rüber und gucken mal. Ich glaube, der Strom wird von der Ferne angeschaltet, weil das so elektrische Strommesser sind. Die können die wahrscheinlich mit einem Code einschalten. Aber das Wasser, da bringen die jetzt noch eine Wasseruhr und bis heute Abend soll das angeschaltet sein. Wir müssen halt gucken, dass nicht irgendwo noch ein Hahn offen ist oder irgendwo Wasser reinläuft. Deswegen so um 19 Uhr gehen wir dann nachher nochmal rüber. Und davon habe ich eigentlich immer geträumt. Ich drehe mich hier immer mal um, gucke hier raus und gucke aufs Meer, gucke auf die Burg. Ist halt schon toll. Kann man nicht anders sagen. Ist ein kleiner Traum.